Der US-Schauspieler Jim Parsons, 45, hat seine Gründe für das Aus der beliebten Comedy-Serie The Big Bang Theory erklärt. Es ist so komplex wie einfach, dass es das Gefühl war, dass es Zeit ist, sagte Parsons dem US-Branchenmagazin Entertainment Weekly. Es gab keinen negativen Grund, Big Bang nicht mehr zu machen. Es hat sich so angefühlt, als ob wir das jetzt schon so lange machen, dass es da nichts mehr gibt, was wir noch nicht gemacht haben, erläuterte der Schauspieler. The Big Bang Theory soll in den USA im Mai mit der 12. Staffel und der 279. Episode enden. Die vielfach preisgekrönte Serie um schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedy-Serien der Welt. Sie wird in Deutschland bei ProSieben ausgestrahlt. Neben Jim Parsons, der den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper spielt, wirken auch Johnny Galecki, Kelly Cuoco, Kunal Nah, Simon Helberg, Melissa Rauch und Maim Bialik mit. Wie es für ihn weitergehe, wisse er noch nicht, sagte Parsons. Es gibt nichts Spezifisches, was ich mir als Ziel gesetzt habe.